the Konami code. Up, up, down, down, up, up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right, BA Select Star, BA Select. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within. In der Tat. Genau, und im letzten Part haben wir ziemlich abgefällt. Da habt ihr einen wunderschönen Zusammenschnitt von mir gesehen. Und jetzt dürfen wir uns mal wieder mit dem Kettensägen-Typ umschlagen, den wir ja schon so viel und direkt erstmal Header. Geil. Hat es ihn erwischt? Ja, voll in den Kopf. Fuck. Ups. Da steht noch so ein Explosionsfass. Ist halt die Frage, scheiße, jetzt können wir erstmal nicht mehr. Diesen Frierbolzen haben wir noch, dann... Ah, Gefrierbolzen wären die Option, oder? Ups. Ja, jetzt schlag ihn! Warte schlag mal. Ihn! Fällt der nicht auseinander? Ja, dachte ich auch. Scheiße. Warte, was gibt's denn dann noch so? Nimm mal die Knarre und schieß mal auf ihn. Oder die Shot. Die Shot. Haben wir nichts. Dann nimm die Knarre. Haben wir auch nichts. Ja. What? Müssen wir wohl hier den Harpunenbolzen nehmen. Okay, jetzt wieder normal. Von mal. Ja, das bringt auch nichts. Oh Gott, damit, was machen wir? Hier geht's auch nicht runter. Ja, was machen wir denn? Wie sollen wir den denn umbringen? Ich frag mich was. Bolzen. Oh, da ist sogar noch Pissi-Munition. Ja. Gut. Sehr lustig. Ja, geil! Okay, das war fett. Wir sind zerfetzt, hat man. Okay, wie machen wir den Kalt? Wie haben wir das denn in der letzten Folge nochmal gemacht? Ah, genau, da haben wir den jetzt... Also nicht in der letzten Folge. Ja, aber wir haben schon etwas nur dieses kleine Feld. Wir haben ja nichts wirklich, wo wir den hinlocken können. Genau, ja, vielleicht in eine Falle oder so. Ja, aber wo denn? Da vorne waren doch zum Beispiel... Hier oben. Ja, aber wir können ja nirgendwo mal raus, weil das ja alles abgesperrt wird. Das ist das Problem. Wir müssen den, glaube ich, zu diesen Fässern locken. Ja. Aber selbst da ist die Frage, ob das wirklich was bringt, wenn... Ja. Facke. Facke, Facke, Facke. Jetzt geht Scheiß schon wieder los. Da runterspringen bringt auch nichts. Jetzt... Lol. Oh. Und da hochspringen können wir auch nicht, oder? Ich finde es aber sehr individuell, dass die immer so verschiedene Kill-Szenen haben. Ja, stimmt. Ja. Ja. Übrigens, was ihr im letzten Part gar nicht gesehen habt, ist, dass wir hatten mindestens 40 bis 50 Minuten Aufnahmen oder so. Also richtig hart. Und wir hatten einfach kein einziges Mal Lag. So wie jetzt. Geil! So, jetzt ist wieder okay. Ja, was nehmen wir denn nochmal? Kann man den blenden vielleicht? Probier mal. Geh nochmal vielleicht hier so außen rum und such mal nach Schrotmoni oder sowas. Und dann nehmen wir den Gefrierbolzen, frieren den Wichser ein. Ich weiß, was und du dann meinst. Hauen wir dem die Schrotze um den Haupt. So. Also. Was schauen wir dann? So, hier liegt schon mal... Das war echt keine schlechte Idee. So, warte, bleib mal hier oben, da drüben vielleicht noch irgendwo, auf der anderen Seite. Und dann gehst du die Leiter da runter am besten. Also hier liegt nichts. Okay. Hier nochmal Muni. Perfekt, dann geh da runter. Das hier in der Ecke liegt auch nichts. Backsteine. Geil, dann können wir mal mit Backsteinen bewerfen. Yes. So, dann gucken wir hier mal rein. Hier liegt auch nichts. Okay, dann gehen wir mal nach links. Da runter. Also die Treppe da rechts. Genau. Und dann nach links. Und da, wo wir diesen einen Typen mit der Armbrust am Anfang vom letzten Part... Ja genau, hier haben wir ja gestartet. Hier gibt's noch nichts mehr. In dieser Tür. Hier ist eine Tür, cool. Wenn man die öffnen kann. Ja. Hallo? Oh, geil, eine Axt. Und ein paar Fallen. Hier ist noch eine Falle. Sehr, sehr chillig. Da ist eine... Oh! Boah, Alter! Bam. Was ja. Wahnsinn, ne? Wo geht's denn da hoch? Da ist jedenfalls noch genau. Was. Und da geht's auch noch runter. Und nochmal ein Harpunenbolzen. Nice. Harpunen ist voll. Gut, dann nehmen wir die. Was haben wir hier? Irgendein Generator, was auch immer da der macht. Da ist noch was. Ist das...
Streichhölzer. Und nochmal die Falle hier auslösen, einfach so. Die Frage ist, ob man die dann nochmal verwenden kann, bestimmt. Okay. Ah, das ist der Generator, um die Fallen zu aktivieren. Okay. Sehr interessant. Ja, ist echt sehr interessant. Achso, voll. Ja, dann geh nochmal die Treppe da runter. Im Sneaky Magnus Style Modus. Da ist mich auch noch eine Falle. Okay. Hier ist man dann wieder draußen, ne? Theoretisch. Genau. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns das mit dem Typen mal ein bisschen abgeben. Können wir gleich da hochgehen. Gut, wir sind jetzt da hinten noch nicht entlang gegangen. Ja, dann lass uns da hinten nochmal entlang gehen. Und dann rüstest du einfach direkt den Gefrierbolzen aus, haust ihn in den Kopf und dann... Ja, mit der Axt hilft ihr uns irgendwie weiter. Ach, stimmt, die Axt könnte man vielleicht verwenden, um den zu zerfetzen, wenn der eingefroren ist oder so vielleicht. Ja, echt mal. Ja, und saudi gute dann gibt es noch die Option, dass wir halt... Weil wenn die Axt nicht funktioniert, dann rüstest du einfach direkt die Dinge ins Haus. Was machen wir jetzt, die Fallen? Die müssen wir... benutze die mal nicht. Weil dann müssen wir die wieder aktivieren, vielleicht... Ja, aber jetzt bringt es uns ja eh nichts mehr. Ja, aber vielleicht haben wir die Möglichkeit... Wir hätten das nämlich mal vorher machen sollen. Dann wäre uns das Ganze wahrscheinlich auch leichter gefallen. Ja. Also, wir kommen ja eh nicht mehr hier hoch, von daher hat sich das erledigt. Ja, egal. Einfach mal aus Interesse können wir hier... Ja. Was ist jetzt passiert? Wenn ich das wüsste. Vielleicht sind ja da hinten die Türen aufgegangen, aber nein. Oh, ich weiß, was ich wette. Dann wären alle diese Wichser von da oben direkt in einem Zug runtergeflogen. Ich wette es. Weißt du, die mussten wir alle wegsnipen. Ach du Kacke. Wetten, die wären alle weggeflogen dadurch. Ich wette es. Scheiße. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wäre cool. Genau, Ausrüsten vom Explosion Bolzen. Ja, sobald ich den ausrüste, verliere ich auch die... Ups. Ach, stimmt, stimmt. Von daher soll ich... Mach erstmal die Kiste noch auf. Genau. Suppe nochmal. Okay. Vielleicht können wir die nochmal ein bisschen treten, aber... Ja, treten wir da rein. Genau, perfekt. Ja, so halb perfekt. So, jetzt... Egal, dann müssen wir auf die Axt scheißen, oder? Nee. Ah, nee, lass mich... Komm. Passt schon, machen wir. Gut, erstmal den Dingsbolzen jetzt ausrüsten, ne? Gefrierbolzen, genau. Perfekt. Ausrüsten. Komm, jetzt die Axt. Haben wir die? Die liegt da. F. Oh. Okay, dann nimm die Knarre. Warte, schieß mir da direkt mal drauf. Auf. Vielleicht macht das Ding ja... Warte. Bis er kommt. Jetzt schieß. Yes. Okay, das bringt gar nichts. Okay. Das bringt gar nichts. Wie wollen wir den zerficken? Das ist halt nicht die Frage! Hier geht's auch nicht hoch, ne? Oh, fuck. Was machen wir jetzt? Granate. Boah. Ist sie getroffen, ne? Weiß ich nicht. Was macht? Oh, ah, gedamaged. Die macht mir den kalt! Müssen wir den noch in die andere locken, in das andere Fass? Wir haben noch die Explosionsbolzen. Und was war das? Das war der Schockbolzen, perfekt. Halt die gleich nochmal in hinterher. Explosionsbolzen, baller ich gleich mal zwei hintereinander, ja, in den Reihen. Nein! Warte. Okay. Mal alles hintereinander. Okay, das scheint den aber auch nicht. Unkillable, ey. Unkillable. Oh. Hey. Oh man! Ah, das geht weiter. Es geht weiter mit dem Fail. Wie machen wir das am besten? Fuck. Wir müssen irgendeine Falle auslösen. Oder müssen wir den nochmal in das zweite reinlocken? In das zweite Fass? So wie bei der Schlampe? Ja. Okay, geh mal die Treppe runter. Und jetzt müssen wir erstmal mal das ganze Zeug einsammeln, oder? Ja, oh geil, Schrotzenmoni. Nee. Ja, vielleicht...
Mal guck. Und da ist nochmal eine Flasche. Da drüben ist noch Munition. Oh, nochmal voll. Machen wir das einfach nochmal an. Irgendwann nochmal an. Ja, ist jetzt eh total unnötig. Ich würde gerne wissen, was dadurch passiert ist. Ja, aktiviere das einfach gleich nochmal und dann mit Blick auf diese Ketten, wo diese Vollidioten dran gehen. Würde mich mal interessieren, ob das dann, ob da dann was passiert. Gehen wir hier entlang, oben entlang. Oben entlang, es geht irgendwie schneller. Ja. Boah! Ich dachte, da wäre schon die... Ah, das ist ja dieser Motor. Aber der... wieso ist der eigentlich nicht mitgekommen? Der stimmt eigentlich. What the fuck? Der hat doch diese alles zerstörende Arzt. Ja, genau. Und vor allem, wieso lebt der Wichser eigentlich? Den haben wir doch letztens gekillt erst. Ja, keine Ahnung. Okay. Die Axt bringt aber eigentlich gar nichts gegen den Typ anscheinend, ne? Nee. Ist auch viel zu gefährlich, mit dem im Nahkampf zu kämpfen. Nee. Aber wir können es jetzt mit der Schrotze probieren. Also, da muss jetzt irgendwas anderes passieren. Ich wüsste, was da passiert. Geht dann das zu oder wie? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Am Ende ist einfach der Spawn unterbrochen. Von diesen Monstern. Okay, was ist da? Was ist da rechts drin? Kisten. What the fuck? Okay. Vielleicht... Wow. Was zur Hölle? Sniper? Vielleicht können wir damit der Sniper ausschalten. Wäre richtig, weil... Hammer. Die ist neu. Okay, da ist auch nichts. Ja, nur die ist... Die ist da wohl drin ist. Tausende. Ah jo. Gut. Wollen wir mal mit der Sniper das probieren, weil alles andere ist ja echt zwecklos. Ja, wir könnten es halt erstmal mit dem Gefrierbolzen probieren und den dann... Axt mit mitnehmen. Schrotze. Nein, die Axt ist eigentlich sinnlos. Das hat ja vorhin schon nicht funktioniert. Ja. Und dann mit der Schrotze halt und danach würde ich mit der Sniper... Oder... Ja. Ja. Aber dieses Fass, das war glaube ich eine gute Idee, ja. Weil der hat auf jeden Fall dadurch Schaden genommen, ziemlich sicher. Ja, hier nochmal, was war hier drin? Ist unterschiedlich, manchmal ist auch einfach gar nichts drin. Geil. Echt nice. Aber auf diese Dings können wir auch nicht klettern, ne? Nee. Das ist auch höchst unlogisch. Tja. Ach, come on! Das muss ich aber sagen, ist ein bisschen scheiße in dem Spiel mit diesen Kisten, die man treten muss, anstatt die einfach in die Hand zu nehmen oder selber zu rollen oder... Whatever. Also erstmal Gefrierbolzen. Gefrierer. Boah. Da. Fuck. Alter, das ist scheiße. Warte, 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 jetzt da drauf. Warte. Nein, jetzt! Okay. Vielleicht die andere Kiste auch. Warte, dann schieß ich die erst nochmal. Ja, okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Warte, dieser kommt. Okay. Scheiß drauf! Jetzt haben wir uns selbst verbrannt. Egal, wir leben noch. Aber der Typ auch. Nicht gut. Oder? Dann nehmen wir jetzt erstmal hier. Vielleicht... Boah, fuck. Ja, läuft halt eben einfach. Halt mal. Wie denn? Mit einer Spritze. Scheiße, haben wir keine? Fuck, wir haben gar keine. Scheiße. Hey, wie sollen wir den denn umbringen, hey? Was sollen wir denn machen? Keine Ahnung. Haben wir irgendwas, was eine Massenvernichtung ist, oder wie? Lass da jetzt nochmal direkt nach was suchen oder so, was uns vielleicht weiterhilft, jetzt ohne groß nochmal Munition zu holen. Aber wie könnten wir den umbringen? Wenn schon mal, wir haben ihn zweimal angezündet. Komm, du Wichser. Aber das hat einen Scheiß gebracht. Das passiert eigentlich, wenn wir hier rüber... Ah, wir können ja eh nicht springen. Warum haben wir nicht die Kettensäge damals mitgenommen? Ja, weil er so fallen hat lassen. Ne? Da sieht man es mal wieder. Das ist... Was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt werfe und dann... Das ist auch geil. Leute!
Ja, was machen wir? Frierbolzen nochmal probieren, dann mit der Schrotze. Ja, aber die Schrotze haben wir gerade keine Munition. Ah, scheiße, stimmt. Ich nicht geholt. Aber irgendwas muss das bringen. Irgendwas muss dieser Gefrierbolzen, weil der ist effektiv gegen den. Ja, haben die ja, nicht... Können wir dem vielleicht dann die Kettensäge abnehmen? Geh mal zu dem hin und drück irgendwie Leertaste oder Warte, so. Warte, noch kurz hier. Nee. Weil die Kettensäge ist das Einzige, was nicht gefroren ist. Oh, leck mich doch! Das wäre noch eine Option. Explosionsbolzen direkt und dann noch kühlen. Nach der Kühlung. Erst ja, meinst du, genau. Jetzt das wäre noch eine Option, das eh zu noch spät. Machen. Können wir höchstens auch unsere ganze Muni verballern, hier kommen wir auch vielleicht nicht. Vielleicht können wir noch einen Gefrierbolzen herstellen. Wir haben... Ja, stimmt, wir müssen noch die Dings-Munition. Wir haben ja Werkzeuge und so gesammelt. Ja, okay, dann lass dich kurz noch umbringen und dann holen wir uns noch diese Sachen, die in der Kiste waren. Komm. Warte, probieren. Haben wir nichts zu verlieren. Jetzt komm. Langsam. Ja, okay. So. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen Plan. Ja, hatten wir schon öfter, aber hat nicht funktioniert. Das könnte echt gut so funktionieren. Machen wir. Ja. Also das nehmen wir mit, dann... Ja, genau. Hier noch die Money, den Bolzen. Ich will's noch sparen. Was auch immer das gut ist. Ich will gerne wissen, was das bringt. Egal. Dann... Ja, hier oben durch. Unten war eh nix. Außer der Tod. Dann genau, wieder drüben runter und dann war da ja, waren ja da diese, genau. Ich glaub, aber ich es kann auch gut sein, dass dadurch die Tür aufgegangen ist. Also dieses Tor. Genau, guck mal, das linke Tor ist jetzt gerade zu. Und gehen wir runter. Dadurch, vielleicht ist ja das rechte Tor gerade offen. Muss es ja sein, oder? Also nee, das linke. Indem wir es runterziehen, geht das linke Tor auf. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, aber ich glaube, das linke... Oder? Aber man kann sich für eins von beiden entscheiden. Das rechte macht das rechte Tor auf und das linke macht das linke. Ah, okay. Come on, hurry up! So. Leggy! Lecker! Jo. Gut, so. Dann googeln wir erstmal. Wir haben 4 von diesen Dingern. Mach nochmal ein Gefrierbolz, wenn wir den herstellen können. Benötigte Teile 4, wir haben 3. Ich verstehe es gerade nicht. Jetzt. Nein, warte, mach nochmal. Ja, das ist der andere Bolzen. Oh, nein, wir brauchen 5 Teile dafür. Ja, egal, einer reicht bestimmt. Scheiße oder? War es, ja, ein bisschen. Einer und dann direkt den Explosionsbolzen ausrüsten. Ja, Explosionsbolzen, davon... Wir können auch höchstens hier die herstellen, aber die bringen uns halt auch nicht weiter. Von daher sparen wir lieber, oder? Gefrierbolzen nochmal auswählen. Gut, so machen wir das und dann den Explosionsbolzen hinterher. Genau. Das wäre echt schädig, wenn es klappen würde. Feuer bringt ja auch nichts. Okay. Oder? Wir frieren den hier ein, stellen vorher noch die Dings hier hin. Nicht. Ja, aber wenn wir draufschießen, dann gibt es vielleicht die doppelte Penetration. Also, wenn wir jetzt das hier rausstellen. Ja. Der kommt ja logischerweise auf uns zugerannt. Ja. Dann zücken wir den Einfrierbolzen, schießen den ab, dann ist er erstmal eingefroren. Dann steht er halt glücklicherweise vor diesem Ding. Und dann schießen wir noch den Explosionsbolzen auf den drauf. Ja, und aber nicht, dass das heißt, das Feuer wieder auftaut. What the fuck? Sicher? Ja, kann ja sein. In diesem Spiel ist schon so einiges passiert. Also probieren wir es einfach so. Ich weiß es nicht. Das ist alles so komisch, wie man das machen soll. Ich weiß auch nicht. Und jetzt haben wir den... Jetzt haben wir auch... Der Gefrierbolzen. So, jetzt müssen wir nur treffen. So, und jetzt direkt er.
Genau. Ah, fuck. Jetzt, jetzt. Auch nicht. Jo! Wie soll man das bitte machen? Ich bin so überfordert damit. Wie sind wir denn bitte umgehen? Weil wir müssen den gar nicht umgehen. Kann ja sein, dass er da. Hier geht's ja auch nicht entlang, da hoch geht's auch nicht entlang, hier ist alles abgeschlossen, wir müssen ihn theoretisch umbringen. Ja, aber wie? Das ist halt die Frage. Der Typ ist da... Indem wir hier runterspringen? Der Typ ist ja unsterblich anscheinend. Was ist jetzt passiert? Black. Der Typ ist halt irgendwie unsterblich. Kann nichts machen. Ich kann auch die ganze Zeit von dem wegrennen, so. Funktioniert er auch gut. Nee, funktioniert nicht gut. Ah, können wir den vielleicht die Klippe runterstürzen? Boah, das sind alles Überlegungen, ja, die funktionieren könnten, aber auch irgendwie wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Logischste nicht funktioniert und das Unlogischste irgendwie doch funktioniert. Wie sollen wir den umbringen? Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Die Logik ist einfach nicht gegeben. Du Fatze, jetzt komm uns doch mal weit. Gib uns mal die Axt, du Wichser. Komm, hier. Irgendwie auf die Mauer klettern, da entlang laufen, dann darüber springen. Ja, ist doch so einfach. Komisch, ja, und vor hier allem, unten gibt's hier unten könnte der die Küste nicht hoch. Fuck. Wie sollen wir den umbringen? Ich würde ja... Oder wir probieren das jetzt noch einmal, aber halt mit diesem Fass davor. Ja, mach das. Benutzen wir eh nicht, total unnötig. Obwohl wir die ja schon mal nachladen könnten. Boah, ey. Boah, ich bin ein Idiot. Nein, wir können ja eh hoch. Wie kann man diesen Wichser anbringen, Alter? Wie ist das machbar? Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, eigentlich haben wir ja alles. Können wir hier... Ja. Dieses Werkzeug hat uns auch nicht weitergebracht, obwohl wir das jetzt auch nochmal... Wie sollen wir nicht einfach die Kettensäge behalten? Obwohl, warte. Mega unnötig. Man kriegt vor allem auch überhaupt gar keinen Tipp. Nee, gar nicht. Boah, ey, das ist echt... Da ist nochmal ein Bolzen. Hm, ist uns gar nicht aufgefallen. Jetzt können wir mal die andere Tür nehmen. Meinst du, der Elektrobolzen hilft was gegen den Typ? Glaube ich nicht. Ja. Kann mir schwer vorstellen. Mann, ey. Was gibt's hier so Schönes? Sorry. Okay, dann... Ja, das war schon mal gut. Wahnsinn. Ey, vielleicht können die sich gegenseitig abmetzen. Das wäre mal spannend. Was passiert, wenn ich jetzt hier reinlaufe? So können wir nicht einfach auch einfach da hochklettern und dann... I don't get it. Ich probiere jetzt mit der... Mit dem Elektrobolzen. Okay, das ging schnell. Oh, Mann, wie sollen wir den denn umbringen, ey? Also jetzt noch einmal. Elektrobolzen? Wir müssen Elektrobolzen versuchen. Das Einzige, was wir noch nicht probiert haben, oder? Was soll das? Haben wir überhaupt einen? Hätten wir dann eingesammelt, wenn wir den jetzt nehmen würden. Wieso? Es gibt ja halt auch nirgendwo Fallen. Ne. Um den zu töten, so wie wir damals getötet haben. Genau. Eben. Hm.
Gut, dann... Fuck, ey. Und dann immer dieses ewige Einsammeln von Neuem, ey. Das ist so mega nervig. Jetzt erstmal Pause machen, ne? Wieder schon wieder so extrem verzweifelt wie im letzten Part, Alter. Ja. Ich weiß schon wieder nicht, was wir machen sollen. Das ist echt unmöglich. Ich will jetzt noch kurz diese Scheiße einsammeln. Hast du den den Dingsbolzen geholt? Elektro? Elektrobolzen. Na, scheiße. Boah, ey. Warum? Also ich wäre jetzt echt dafür, dem nochmal... Wieso soll der Elektrobolzen helfen? Ich wäre jetzt echt nochmal dafür, mit dem Feuer dann nochmal... Ja, aber immerhin haben wir die Dings auch so bedient. Hol den wenigstens als letzten Ausweg. Hä? Ja, hol den wenigstens als letzten Ausweg, falls das andere nicht funktioniert. Okay. Stimmt, hast ja recht. Na, die ist auch nochmal eine Kill. Boah. Auch nichts. Oh, Leute. Ja. Das Spiel ist einfach asozial zu jedem. Da war links, genau da. Diese Ausdauer geht mir immer noch hart auf die Eier, ey. Boah, ey, das regt so auf, wenn man einfach keine Ahnung hat, was man machen soll. Also echt so. Vor allem, aber wir haben den ja letztes Mal schon mit beiden angezündet. Das ist so blöd. Das funktioniert ja selbst mit beiden nicht. Den Dings kann ich jetzt ausprobieren. Warum gibt's nicht Brandbolzen? Das wäre chillig. Das wäre richtig chillig. Ja, aber die Explosionsbolzen, die sind ja, und jetzt erstmal leck, sind ja schon saustark. Ja. Brandbolzen wäre schon saugeil. Das wäre richtig geil. Auf uns zu. Na kacke, das war ein bisschen unmöglich. Ich muss mich einfach stellen. Ich muss da rechts hinführen. Okay, wie kann ich den jetzt verhindern? Oh, jetzt ist er noch. Alter, und dann wird der, das bringt er uns in einem Schlag um einfach. Das ist so behindert. Ey, keinen Plan. Ich mach, lass mal kurz einen Cut machen. Dann gucken wir nach, wie man das macht. Und dann, ja, ohne Scheiß, ja, weil ganz ehrlich, hat doch keinen Sinn, wenn wir die ganze Zeit rumgammeln. Ja, ist einfach so. Okay, wir sehen uns gleich wieder mit der Lösung. Auf jeden Fall. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen geschummelt und haben einfach mal bei Kronk geguckt, wie der das gemacht hat. Ja, muss ja sein. Und ja, der hat einfach nur drauf geschossen. Also der hat einfach die ganze Zeit seine Muni verknallt und dann, ja. Genau. Ein bisschen asozial, aber wie man das machen soll, fragt mich nicht. Sag du dann mal an, was ich alles machen muss, weil in der Aufregung... Ja, also du nimmst jetzt erstmal die Gefrierbolzen, haust den Fresse, ja, wenn er genau. Vor dir steht. Dann haust du eben das Ding in die Fresse. Den, Dingsbolzen auch. Jetzt schießt. Jetzt sind die Schrotze. Die genau. Haben wir nämlich extra. Warte. Und jetzt? So, und jetzt die Pisse direkt. In den Kopf. Das ist nice. Hack. Hack! Wieso duckt er sich immer so behindert weg dann? Munition alle. Fuck. Munition! Ah, scheiße, wir hatten aber auch nur 6 Schuss. Wir haben einfach auch so wenig Munition, das ist das Problem. Gut, dann nehmen wir jetzt hier Explosionsspray. Ja. Ah! So. Große Scherben, Alter. Jetzt sind wir schon einiges. Nein! Warte, was haben wir jetzt noch? Den Elektrobolzen da. Oh. Haben wir noch irgendwelche... Granate. Komm, zweites! Ja! Bam! Ja! Sag's es! Fette Sache, ey. Wir haben einfach alles drauf. Ja, und jetzt kommt der Wichser. Ja. Jetzt kommt was ein Wayne. Jetzt war noch was. Jetzt war noch was. Yes. Boah, na endlich. Boah, warum hat er nicht die Kettensäge liegen lassen? Und? So. Warten wir auf den Kontrollpunkt?
Oder wo kommt er? Kommt er überhaupt? Lauf einfach mal weiter. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen das wir ist nicht unser Problem. Boah, wer jetzt kommt noch ein... Gut, mal, ja, hier, wir haben eigentlich nichts mehr außer... Warte. Warte, wir können theoretisch... So, warte mal. Ist ein Upgrade Room. Ja. Aber wo? Oben wahrscheinlich. Was also hat ihn blockiert? Ah. Und oder jetzt nicht. Ja gut, dann gehen wir in den Upgrade Room, da speichern wir einfach und dann... Wo sind wir? Hier wahrscheinlich hier drin. Ja. Ja. Da liegt sogar noch was. Ja, nee, in dem Raum. Achso, ja, in dem Raum, genau, haben wir auch schon. Ja. Genau. Da liegt nichts mehr. Da ist unser Buch. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet. Und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Wow, sweet! Also, wir haben also ein Kitty. Ja, wir haben die Anna voll geknallt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir da rein, bam. Speichern und ja. Dann bin ich glücklich. Ja, ich auch. Das wird erstmal Party gemacht, ey. Das ist ja mal ein Hardcore-Lixer gewesen. Also generell war dieses scheiß Kapitel sau anstrengend. Das war echt anstrengend. So, ich glaube, wir haben so schon wieder einiges an Überlänge, bestimmt 30 Minuten oder so. Ja, stimmt. Vielleicht schneide ich einfach ein paar Versuche raus. Ja, genau, das wäre das Einfachste. Ah, wir haben ja einen Schlüssel, stimmt. Perfekt. Nehmen wir folgende eins. Wollen wir dann gerade noch upgraden? Ah, jo. Oh, das ist natürlich sehr praktisch. Zwei Schlüssel. So stark, da haben wir den einen gar nicht verloren. Das ist so geil. 14.200, wow, also damit sollte sich schon was so anstellen. Noch ein Schlüssel, komm. Nochmal. Jetzt können wir auch ordentlich upgraden. 5000 nochmal. Jetzt haben wir 19.200. Boah. Jetzt können wir, okay, wir machen jetzt mal extra large Folge und upgraden es nochmal. Geiler Tag Dick heute, fett. Ja. Und endlich ist die Tür mal offen. Boah, 19.200. Okay, was machen wir alles rein? Ausdauer. Ja, aber andererseits halt auch blöd, weil das ja alles mit jeder Stufe teurer wird. Wollen wir Stärke reinmachen? Stärke für die Waffen? Also, dass die mehr Schaden machen? Ja. Dann gehen wir auf Waffen. Also die... Ja, für die wäre ich jetzt mal. Aber es wären halt auch 12.000 Punkte. Boah, gehen wir erstmal auf die Schrotze. Wie viel hat... Auf was haben wir die? Ja, guck mal. Lass doch lieber mal die Schrotze noch mal ein bisschen fetter. Okay. Was mit dem Schaden? Feuerrate... Das haben wir neu. 1000. Ja. Aber das Frage ist, ich weiß nicht, halt ob man eine Sache richtig upgraden und die anderen halt so mittel? Oder wollen wir halt alles so ein bisschen gleichmäßig halten? Also wenn wir für ein einziges, aber da wir eh schon Schrotze, Muni so immer beides so abgegradet haben mit der Zeit, also uns nie auf einen spezialisiert haben, ja, ist eigentlich eh egal, was wir jetzt machen. Deswegen, Pizzy, oder, na gut, können wir uns nichts leisten, wir können höchstens nochmal bei der Fitness gucken, das wird sich schon wieder lohnen, Lebensanzeige, okay, Sprintdauer, ja, obwohl das halt auch, 9000, was ist mit Waffenreserve, ja, halt wie viele man tragen kann, aber da haben wir eigentlich bis jetzt, genau, das ist, also klar, wir hatten jetzt wenig Munition, aber nur weil wir wenig gefunden haben. Das ist Spritzenwirkung? Ja, ja, oder? Stufe 1. Ja, also 5000 kommt. Ja, kommen wir noch auf jeden Fall. Machen wir jetzt einfach mal. Dann hätten wir jetzt noch 6000. Vielleicht mit den Qualenbolzen nochmal was reinschauen? Qualenbolzen, stimmt, die haben wir auch noch. Weil da haben wir noch gar nichts wirklich. Explosiv. Kannst du den dann upgraden oder was? Ja, ja, halt auch wieder. Stark, also, guck mal, verwundete Gegner im Umkreis von 3 Metern, ist schon geil. Ja, wollen wir? Auf jeden Fall, ja. Gut, dann würden uns jetzt 3700 übrig bleiben. Was wollen wir dann noch machen? Kältebolzen? Kältebolzen, ja. Was macht der? Die Wirkungsradius der Kälte kann erhöht werden. Achso, okay. Mm. Ja, ob das jetzt so... Mach mal, ich weiß nicht, bei Waffen vielleicht irgendwas härter. Warte, ist gerade leck. Achso. Irgendwas kritisch vielleicht nochmal verstärken, wenn es geht. An den 3700 ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig dafür. Ja. Könnten Genauigkeit, aber juckt eigentlich nicht so. 10.000, ja, das ist
Oder wollen wir halt die nochmal wissen? Wir können vielleicht von der Schrotze nochmal die Feuerrad. Wo, ja, das ist alles schwierig, alles schwierig. Vielleicht Nahkampfschaden? Ja, aber Nachladegeschwindigkeit ist ja bei der Schrotze eigentlich relativ wichtig, oder? Oder nicht? Ja, ist die Frage. Ob wir das nicht dann lieber bei der Pizzi machen? Es ist, sind wir, ja. Ja, stimmt. 500 kommen auf jeden Fall. Ja. Und dann... Nachladegeschwindigkeit, komm. Ja gut, komm, den Rest sparen wir einfach. Ah ja. Okay, genau. Dann noch speichern und dann... Hätten wir es. Yes. Da ist aber Schluss für heute, ne? Schluss, ja, mit lustig. Das hat jetzt schon mega gedauert, ey. Ja, neuer Speicherplatz. Ne, verlieren uns. Okay. Annehmen und speichert. So. Perfekt. Ja, auswählen, genau, löschen und... Ich würde sagen... Machen wir hier Schluss oder springen wir erst noch durch diesen scheiß Spiegel oder... Machen. Ja, wir machen einfach mal diese Tür auf und damit belassen wir es dann aber auch. Wir sehen uns im nächsten Part, lasst einen Pussy werfen da, wenn es euch gefallen hat und... Bratwurst? Bratwurst. Definitiv. Bis zum nächsten Part. Ciao.